Im dritten und letzten Teil der kleinen NRW-Tour von Bergmanns Bühne geht's nach Köln. Und da steigt die Vorfreude schon aus dem Zugfenster, blickend gewaltig mit dem Blick auf den Musical Dome. Und man kann schon erahnen, was die da Großartiges aus dem Musical Dome gemacht und herausgeholt haben. Ich war dankbarerweise bereits im November zur Pressepremiere von Moulin Rouge eingeladen, konnte aber nicht hin, weil ich in meinem eigenen Großprojekt Macht ein Musical gesteckt habe. Und jetzt bin ich erneut sehr dankbar, dass man mir nochmals eine Pressekarte zur Verfügung gestellt hat, um das hier erleben zu dürfen. Und ich nehme euch mit in diesen glamourösen, luxuriösen Veranstaltungsort. Und bitte, bitte denkt dran, diesen Kanal zu abonnieren, einen Daumen nach oben unter dem Video zu hinterlassen und mir zu erzählen, ob ihr Moulin Rouge schon gesehen habt, vielleicht in London, reden wir auch gleich drüber, oder ob ihr es in Köln bereits gesehen habt oder ob ihr vorhabt, euch die Show anzuschauen. Das ist die Cast heute Abend, dazu auch gleich mehr in der Besprechung. Und jetzt kommt mit rein und genießt die einmalige Atmosphäre im luxuriösen Moulin Rouge. Für mich persönlich war die vorrangige Frage zu Moulin Rouge in Köln, ist es wie in London? Denn ich habe die Show ja im April 22 bereits in London gesehen und habe da auch ein kleines Video zugemacht. Gucken wir mal, was ich da zu Moulin Rouge gesagt habe. Das explodiert die ganze Zeit. Wenn es die perfekte Unterhaltung gibt, wenn es die perfekte Show gibt, dann ist es Moulin Rouge. Das war also meine Einschätzung damals zu London. Es war meine Show des Trips. Wer den ganzen Clip sehen will, der klickt gleich hier nach mal da drauf und kann sich das dann auch angucken. Gilt das also noch für Köln? 100% ja. Die Show ist immer absolut spektakulär und absolut sexy. Das geht, wie ihr seht, schon beim Ankommen im Saal los, eigentlich schon beim Ankommen im Foyer. Die Show zu produzieren hat rund 20 Millionen Euro gekostet und das siehst du wirklich überall. Alles ist so wertig. Allein 4 Millionen Euro hat das gekostet, den blauen Müllsack, wie der Kölner Musical Dome liebevoll genannt wird, zu renovieren. Und da das die größte Bühne, der größte Saal weltweit ist, in dem auf der Moulin Rouge gezeigt wird, musste da richtig Kohle in die Hand genommen werden. Habt ihr da oben die vielen Kronleuchter gesehen? Das müssten 30, 40 Stück sein. Das sind in London vielleicht 10. Denn das kleine Piccadilly Theater, wo Moulin Rouge in London spielt, umfasst rund 1200 Sitzplätze, der Kölner Musical Dome aber 1700. Und das musst du erstmal ausstatten in diesem Samtrot. Also sind da oben überall diese Stoffbahnen. Es ist so viel mehr als in London. Allein aufgrund der Größe. Ganz vorne an der Bühne gibt es ja diese Concorde-Tische, wo du am Tisch mit Menschen sitzen kannst, also ganz nah an der Show und die DarstellerInnen tanzen dann wirklich auch an deinen Tisch. Danach folgt in Köln, das gibt es in London nicht, eine Sparkling Diamond-Reihe, wo du bewirtet wirst und nochmal kleine Tischchen hast, dann halt in einer Reihe und da sind so Getränketischchen und dann fangen die normalen Sitzplätze an. Ich habe in London in Reihe 2 hinter den Concorde-Tischen gesessen, habe richtig, richtig Geld ausgegeben und hier habe ich Reihe 17 Mitte gesessen. Ich war also als erstes sehr ganz, ganz nah dran am Geschehen. Das fand ich ultra toll. Jetzt war ich etwas weiter weg und auch das lohnt sich im Musical Dome total, weil du den kompletten Überblick hast, was da im Saal so alles passiert mit Licht und Effekten. Das ist schon großartig, auch diesen Gesamtüberblick zu haben. Und ganz wichtig, Transparenzhinweis, diesmal hatte ich eine Pressekarte und die hätte gekostet 124,90 Euro. Und ich kann euch wirklich sagen, das ist jeden Cent wert. Ich werde da nochmal hingehen, nicht nur einmal. Ich hab's schon gesagt, die Qualität, ich habe nur den Vergleich zu London, wurde nicht runtergewertet, sondern nochmal
aufgewertet, was das Gesamtspektakel angeht. Und zeig mir das mal bei einer anderen deutschen Großproduktion, wo in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, wo in der Regel der größte, teuerste Effekt, wenn es nach Deutschland kommt, eingespart wird. So zum Beispiel bei Frozen die große durchgängige Brücke, die über die Bühne fährt. Bei Paramore vor wenigen Jahren die Drohnen, die durch den Zuschauerraum fliegen, die gab es in Deutschland nicht. Oder bei Bad Out of Hell, das sich im Zuschauerraum zusammensetzende Motorrad. Also die teuersten, magischsten Effekte werden in der Regel eingespart, wenn so eine große Produktion nach Deutschland kommt. Die Deutschen werden es ja nicht merken. Aber bei Moulin Rouge ist alles nochmal größer. Und das in diesen Zeiten, also das absolute Gegenteil von Sparzwang. Und da kannst du jetzt natürlich sagen, das Ticket ist aber trotzdem teuer. Das stimmt, aber doch nicht im Vergleich zu Preis-Leistung. Wenn in Deutschland bei einer großen Show Preis-Leistung zu 1000% stimmen, dann ist es Moulin Rouge. Was habe ich in meinem London-Video nochmal dazu gesagt? Wenn das ohne Abstriche so nach Köln kommt, hingehen, der heißeste Scheiß, das heißeste Ticket des Landes. Und genau so kam's. Und sogar größer. Was die Bandgröße angeht, gab es im Vergleich zu London auch keinerlei Abstriche. Da sitzen 10 MusikerInnen, am Broadway sind es viel mehr. Das ist aber leider mittlerweile der normale Verlauf. Ist Broadway am größten, etwas kleiner in London, am kleinsten in Deutschland. Aber in dem Fall sind London und Deutschland musikalisch identisch. Es gibt, was die vielen tollen verwendeten bekannten Popsongs angeht, leichte Veränderungen zu London, aber die sind marginal. Die größte Veränderung ist wohl, dass es in einer Szene mal deutsche Schlager gibt, ganz kurz. Das ist aber okay, das funktioniert ganz gut in der Szene, aber da sind wir schon beim heiß diskutierten Thema. Ich hoffe, die Show wird nicht übersetzt, weil die Songs sind nun mal die kultigen Originalsongs und die machen als Pointe auch immer im Original sehr viel Sinn. Es wurde größtenteils übersetzt. Und damit meine ich nicht die Sprechtexte, sondern auch Liedtexte. Das Blöde daran ist, meiner Meinung nach, dass es vollkommen willkürlich und sinnlos wirkt, wann was auf Deutsch und wann was auf Englisch ist. Manche Lieder sind ganz auf Deutsch, manche Lieder sind fast ganz auf Englisch. Da kannst du mir jetzt natürlich wieder mit handlungsrelevant, nicht handlungsrelevant kommen, aber wer entscheidet das? Bodyguard waren alle Songs auf Englisch und da waren auch welche handlungsrelevant. Ich verstehe das nicht ganz. Es leuchtet mir persönlich nicht ein, vor allem wenn es so inkonsequent gemacht wird, wie zum Beispiel im Opener Lady Marmalade. Das ist dann Hey Sister Go, Sister Gitchy Gitchy Yaya und dann kommt die Strophe und ich weiß den deutschen Text nicht. Dann kommt irgendwie ich bin hier da drin, in dem Mula. Also es ist dann halt Deutsch, dann wird es wieder Englisch, total wahllos. Am schlimmsten empfand ich persönlich das bei Beyoncé's Single Ladies. Das geht dann los mit All the Single Ladies, All the Single Ladies. Und dann kommt nicht Put a Ring on it, dann kommt Mach einen Ring da dran, la 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 la, Mach einen Ring. Also wie auch immer der deutsche Text ist, das ist er nicht. Aber es scheint so sinnbefreit, es scheint so willkürlich. Ich würde mich wirklich mal gerne mit jemandem zusammensetzen, der das entschieden hat. Und ganz ehrlich drüber diskutieren, warum wurde das da so gemacht, warum wurde das so gemacht. Denn ich verstehe es nicht. Noch dazu kommt, dass man die deutsch übersetzten Stellen, zumindest wenn das Ensemble singt, überhaupt nicht versteht. Das liegt dann auch dran, weil alles einfach sehr laut ist. Es ist perfekt abgemischt, um Gottes Willen, aber du hast nicht die Zeit, da noch genau hinzuhören. Was ist denn jetzt? Plups, jetzt war es gerade Englisch, jetzt ist es Deutsch. Was singen die jetzt? Das klappt einfach nicht. Und zudem sind nun mal nicht alle Ensemblemitglieder der deutschen Sprache zu 100% mächtig. Da müssen wir auch mal ehrlich sein. Am krassesten empfand ich es bei Sia's Chandelier, was komplett übersetzt war. Aber wenn das Ensemble singt, ich habe keine Ahnung, was die gesungen haben. Wirklich, ich habe nicht mal eine Idee davon, was die gesungen haben. Und es ist dann nicht kontraproduktiv, handlungsrelevant hin oder her, zu sagen, ey, ich lasse es im englischen Original, weil selbst wenn man es dann nicht so gut versteht, weiß man ja, was kommt. Eine Kölner Darstellerin hat zu mir gesagt, das wurde so entschieden, weil man glaubt, die alten Leute kommen dann besser in die Handlung rein. Ich als Publikumsmitglied an dem Abend habe es genau gegenteilig empfunden. Die alten Menschen um mich rum, und es waren relativ viele, sind viel mehr aufgeblüht, haben mitgewippt, haben geschunkelt, wenn englische Texte waren, wenn sie sich da wohlfühlen könnten, wenn es etwas Bekanntes war. Das Deutsche ist ja nicht bekannt. Das Deutsche ist ja unbekannt und eben ganz oft schwer zu verstehen, wenn nicht solistisch gesungen wird. Wenn solistisch gesungen wird, verstehst du natürlich die deutschen Texte, im Ensemble keine Chance. Für mich, und ich glaube, ich habe es jetzt gut genug begründet, der einzige wirkliche Wermutstropfen an dem Abend. Oder wie habe ich es im London-Video gesagt? Und das Geile ist, die Show ist unkaputtbar. Das ist so.
gehen wir an die Besetzung in Köln. Ich hatte eine totale Covershow in den Hauptrollen und das war ein absoluter Genuss. Mann, hat das einen Spaß gemacht. Vinny Gomez ist ein großartiger, feuriger Santiago mit einer ganz rauen Stimme und der haut uns ein dermaßen feuriges und amtliches Bad Romance von Lady Gaga raus. Es ist ein Feuerwerk. Vinny Gomez ist natürlich die Erstbesetzung der Rolle, aber Mario Saccoccio, wir haben hier irgendwie gleich total Italien-Power und zum Glück in 90% der Fälle vollkommen akzentfrei. Mario Saccoccio spielte an dem Abend Toulouse-Lautrec und das war für so eine Show-Show, für so ein Spektakel unglaublich wahrhaftig, unglaublich ehrlich. Diese Interpretation der Rolle ging ganz tief. Hat mich sehr berührt. Ich habe mit ihm sehr mitgelitten und mitgefühlt. Und da saß auch jede Pointe sehr, sehr lustig. Als der Bösewicht der Count war, Gianmarco Chiaretti zu sehen. Er hat absolut die notwendige Bedrohlichkeit mitgebracht, war vielleicht manchmal ein bisschen sehr chargiert, dieser Bösewicht. Aber mein Gott, auch das hält so eine Show aus. Und irgendwie lebt sie auch ein bisschen von der Überspitzung vom Klischee. Ganz, ganz fantastisch fand ich Gianni Meurer als Harold Siedler, der Betreiber des Moulin Rouge, der Besitzer, die Mutter dieser Kompanie, so nennt sich die Figur an einer Stelle in der Show. Er hat diesen Siedler ganz zu seiner Figur gemacht. Auch da lag ganz viel Tiefe, ganz viel Schmerz, ganz viel Geschichte in dieser Figur. Das war ganz authentisch und Gianni Meurer hat auch so eine ganz besondere Stimme. Das war eine großartige Interpretation der Rolle. Toll. Marina Maniglio ist die alternierende Satin, die ich an dem Abend sehen durfte. Eine wunderschöne Frau, sehr sexy, sehr lasziv, aber auch verletzlich. Große Stimme, wunderbare Interpretation. Star und Entdeckung für mich des Abends war eindeutig Markus Vette als Christian. Er ist die Drittbesetzung der Rolle und es war auch erst seine dritte Show und die erste Show gemeinsam mit Marina Maniglio als Satin. Die beiden haben also zum ersten Mal als Paar gemeinsam auf der Bühne gestanden und das war so frisch und das hat so gefunkelt und das ist so explodiert. Und Markus Vette hat eine Stimme, die ich hier gar nicht beschreiben kann. So ein virtuoser Poptenor. Eine Qualität, wie ich sie auf deutschen Bühnen sehr selten sehe. Der Mann hat mich zu jeder Zeit berührt, auch mit seinem jugendlichen Sturm und Drang. Ich habe ihm die Rolle so sehr geglaubt und stimmlich war das göttlich, als hätte ihm der Herr oder wer auch immer persönlich in die Kehle. Ihr wisst schon was, das war so großartig, das hat mich zu Tränen gerührt, ganz oft. Natürlich habe ich mehrfach geheult, natürlich habe ich viel gelacht. So eine spektakuläre Show mit so tollen Leuten an diesem Abend. Das war ein Donnerstagabend da im Musical Dome und Achtung, er war komplett ausverkauft, kein Platz mehr frei. Findet es mal heutzutage in der heutigen Wirtschaftslage, in der heutigen Lage, in der Theater so zu kämpfen haben. Das Ding war unter der Woche voll bis auf den letzten Platz und das heißt für mich Moulin Rouge in Köln, das läuft die nächsten 5 bis 10 Jahre, da bin ich absolut sicher. Trotzdem würde ich mir, wenn ich du wäre, heute schon ein Ticket holen, das darfst du nicht verpasst haben. Ich finde, es ist die spektakulärste Show des Landes. Chapeau, mehr BB Entertainment. Alles richtig gemacht. Über die Übersetzung für die nächste Show denkt ihr nochmal nach. Vielleicht handeln wir das ein bisschen anders. Aber da sage ich nochmal ganz aufrichtig Danke, dass wir das in dieser Qualität hierzulande erleben dürfen. Keine Selbstverständlichkeit. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, bitte, bitte hinterlasst mir einen Daumen nach oben und kommentiert mir unter diesem Video. Habt ihr Moulin Rouge schon gesehen? In London? In Köln? Vielleicht sogar am Broadway? Wollt ihr hinfahren? Erzählt mir bitte davon unter dem Video und bitte abonniert diesen Kanal. Ist nur ein kleiner Klick für euch, aber ein ganz großer für mich. Dann wächst der Kanal und ich kann euch noch mehr solche oder ähnliche Inhalte präsentieren. Bis dahin gilt wie immer, passt auf euch auf und bleibt gesund. Euer Bergmann. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, fleißig zu kommentieren. Und damit du auch in Zukunft bloß nichts verpasst, klick die kleine Glocke oben rechts.